Willkommen zurück bei den Mario Kart Wii Custom Tracks, heute mit dem Mii Outfit C-Cup, Honeybee Hideout, Nostalgic Bowser's Castle, Rosalina Snow World und Diddy Kong Racing Star City stehen heute an. Und wenn ich das auf dem Discord-Server, Link in der Videobeschreibung, richtig mitbekommen habe, ist Honeybee Hideout irgendwie eine richtig geile Strecke? Kann das sein? Ich bin sehr gespannt, ich kenne sie noch nicht. Werden sie uns jetzt anschauen und ich habe natürlich meinen... Oh mein Gott... What? 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 What is going on? Das ist auf den ersten Blick eine der grafisch hübschesten Custom Tracks, die ich je gesehen habe. Oh mein Gott. Ich habe meinen Mii gewählt. Oh mein Gott, die Itemkasten sind Honigwaben. What? Oh, wir sind im Blätterwald. Das ist sozusagen... Wohin muss ich? Okay. Ich glaube, ihr habt noch nicht zu viel versprochen. Das sieht echt ziemlich sick aus. Ich kenne bloß die Strecke nicht. Ich habe die weder gesehen jemals, noch habe ich sie gespielt, noch irgendwas. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, dass mein Mii ein schwerer oder ein fetter Charakter ist. Das liegt aber einfach an der Größe, glaube ich. Ist aber gar nicht so schlecht. So kann ich mit dem Bowser-Bike fahren. Da geht's hoch. Und hier geht's auch lang. Die Bienen aus Mario 3D World. Ich frage mich, warum nicht die aus Mario Galaxy? Wären die nicht cooler gewesen hier? Weil das sind ja Honigbienen, das sind ja eher Wespen, ne? Das sind ja keine Bienen. Naja, aber grafisch unglaublich hübsch. Mein Gott, die Beleuchtung hier sieht richtig gut aus. So ein warmes, wohliges Licht. Dazu dieses goldgelbe Ding, Honigfarben. Die Farbpalette ist schön, das wollte ich damit sagen. Die Farbpalette ist sehr schön. Ich finde, das ist hier gerade sehr stimmig. Das ist, glaube ich, einer der neuesten Custom Tracks. Und wie gesagt, ihr habt mal irgendwas dazu geschrieben und ihr habt nicht zu viel versprochen und ich bin doof. Richtig nice. Also das ist, glaube ich, das ist ja jetzt schon... Ach, diese Itemkästen, ne? Hat jetzt schon... Ist jetzt schon ein Anwärter auf die schönste Custom Track ever made. Und vielleicht auch auf die schönste Custom Track, die ich auf jeden Fall kenne, oder? Doch, das ist wirklich... Ich bin hellauf begeistert. Und vor allem frage ich mich, was werden die anderen Strecken heute tun, wenn sie versuchen, diese Strecke irgendwie zu überbieten oder zumindest ihr das Wasser zu reichen. Das wird ja nicht funktionieren. Das wird ja nicht funktionieren, oder? Ultra geile Custom Track. Also ich weiß, dass ihr immer wieder in den Mario Kart Channel auf dem Discord zum Beispiel dann diese Videos postet, wenn es neue TTGP-Updates gibt, wo die Strecken gezeigt werden, diese Videos. Ich gucke mir die halt... manchmal an, aber das für Honeybee Hideout habe ich mir nicht angeschaut. Von daher ist es gerade wirklich ein sehr geiler Reveal gewesen. Bloß die Bienen, das sind halt keine Bienen, oder? Für mich sind das irgendwie Wespen. Ich würde hier halt die Honigbienen aus Mario Galaxy hinpacken, weil das sieht alles hier so auch so friedlich aus und so. Auch sogar gelbe Spritzer unten, weil es Honig ist. Geil. Die würden doch hier besser reinpassen, oder? Naja, vielleicht war das Modell irgendwie schwieriger. Keine Ahnung. Das wäre das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Aber sonst, alter Vater. Das ist ja wirklich einer der coolsten Custom Tracks jemals. Finde ich. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich bin echt begeistert. Und freue mich, dass die Strecke noch im Let's Play zu sehen ist. Weil ich war mir halt nicht sicher. Kann man hier rechts hoch? Nee, kann man nicht. Okay. Ich war mir halt nicht sicher, eben weil es während des Let's Play so lief, mehrere Track-Updates gab. Mit grafischen Updates oder auch mit komplett neuen Strecken, wie zum Beispiel diese hier, fahre ich mir halt nicht sicher, wie viele davon wir noch sehen werden im Let's Play. Bevor halt, ne, wir damit durch sind und dann die Update-Parts eventuell kommen, wenn ihr da Bock drauf habt. Habe ich ja schon mal angeschnitten im letzten Part, glaube ich. Aber da bin ich doch jetzt gerade sehr froh, dass das hier noch im Let's Play ist. Das ist doch schön, oder? Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung mal zu Honeybee Hideout in die Kommentare. Ich bin sehr begeistert. Die sieht echt richtig cool aus. Ihr müsst immer bedenken, dass hier sind Leute, die das machen. Das sind ja keine professionellen Entwickler oder so. Und das hier ist wirklich, das ist ja... Sowas Hübsches gibt es ja nicht mal in Vanilla MKB. Oder? Also, finde ich jetzt. Warum guckt man mir so böse zwischendurch? Was soll das? Richtig, richtig gute Custom Track. Nice. Freut mich sehr, dass wir die noch heute gesehen haben. Hier im Mii Outfit C-Cup. Es ist der vorletzte Part, ja. Das letzte Resümee werden wir dann im nächsten Part natürlich
treffen, aber es haben wir schon mal so viel gesagt, es war eine wilde Reise und sie ist noch nicht vorbei. Sie ist noch nicht vorbei. Mario Kart Wii wird natürlich nicht aussterben. Nostalgic Bowser's Castle sagt mir auch gar nichts. Ich weiß aber, was der Name bedeuten soll. Ja, an alle die, die Mario Kart 64 gespielt haben, das ist ganz klar, die Twomstar sollen diese nachstellen. Auch hier die, das ist halt, ja, guck mal, das soll so aussehen wie so eine alte Custom, wie eine alte Custom, vielleicht, ah ja, wie eine alte Bowser's Festung mit diesen Twoms. Und natürlich Heavy Inspiration von, oh Gott, Hilfe, von N64 Bowser's Castle. Das ist auch sehr, sehr nice. Also, was haben wir denn heute für Strecken hier, Mann? Finde ich voll cool. Aber auch nur zwei Runden, die ist schon mal etwas länger. Das ist nicht nostalgisch. In Mario Kart 64 hätten wir hier 6 Runden. Wir würden 20 Minuten spielen. Aber auch die sieht... Natürlich, sie ist so ein bisschen auf alt und ein bisschen... nicht primitiv. Aber ein bisschen simpler gemacht. So wie halt damals die Bowser's Castle, die Strecken auf dem N64 halt waren. Das hier ist halt direkt geklaut von... N64 Bowser's Castle, ne? Aber ich finde, sie ist cool zu fahren. Bloß hier fehlt mir ein bisschen was. Eventuell hätte man da noch ein paar Twomps hintun können. Oder Rampen. Also dass man, sagen wir mal, dass sie diese Burgmauer, die Brücke oder wie auch immer, dass die eingestürzt ist und man muss dann über solche Rampen springen, damit man nicht runter... nicht runterfällt. Damit man dann nicht einfach so eine straighte... gerade hat. Hier könnte man vielleicht irgendwie so einen Thron von Bowser hinpacken oder so. Irgendwas in die Mitte. Ich bin immer ein großer Freund davon, Lücken zu füllen. Zum Beispiel auch in City Skylines. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Immer wenn da Lücken sind, da muss irgendwas rein. In die Mitte von Kreisverkehren muss irgendwas rein. Zum Beispiel. Nee, aber auch die Strecke. Angenehm zu fahren. Wir haben hier die Porträts von den Koopalingen. Ich bin immer wieder verwirrt. Da hängt jetzt Bowser Jr. Ich habe... neulich gelesen, dass Bowser Jr. ein Koopaling ist. Und ich war mir dabei nicht ganz sicher, ob das stimmt. Weil für mich ist Bowser Jr. immer noch was anderes, was eigenes gewesen. Kein Koopaling. Also die Koopalinge sind ja Roy, Morton, Lemmy, Larry, Iggy, Wendy und Ludwig. 7 Stück müssten das sein. Aber Bowser Jr. war für mich nie ein Teil von denen, muss ich sagen. Er war für mich immer so ein Eigenbrötler irgendwie. Also die Koopalinge, die komplett Bowser unterstanden und auf Bowsers Befehle gehört haben und Junior natürlich auch, aber Powerblock. Aber Bowser Junior war nochmal eigenständiger. Der hat dann selber so Maschinen gebaut in Galaxy und all so ein Shit. Von daher war er für mich immer noch so eine eigene, eigenständige Instanz in diesem, in der Bowser-Aristokratie. Sozusagen. Vielleicht bin ich aber falsch informiert. Aber das war, ich weiß gar nicht, war das Nintendo selbst? Oh, wo habe ich das denn gelesen? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich da ein bisschen irritiert. Aber schreibt mir in die Kommentare, ist Bowser Jr. ein Mitglied der Koopalinge oder ist er, also für mich ist er immer eigenständig gewesen. Ich weiß es nicht. So, das war Nostalgic Bowser's Castle. Sehr schöne Strecke, wie gesagt, ich habe so ein paar Verbesserungsvorschläge. Ich weiß gar nicht, ich äußere die einfach immer. Nicht in der Hoffnung, dass das hier irgendein Entwickler sieht oder so, aber könnte ja sein. Und einfach, weil ich gerne meinen Senf zu Sachen abgebe. Das ist ja aber auch, glaube ich, bekannt. Fand ich aber schön. Natürlich nicht ganz so schön wie Honeybee Hideout, aber das ist auch schwierig. Rosalinas Snow World ist wahrscheinlich Rosalinas Eisplanet von Mario Kart 7. Nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Ich bin allgemein ja nicht der größte Fan von Schneestrecken. Das ist einfach wieder... Das ist einfach wieder ein stimmiger Port. Leute, wir haben heute geniale Strecken. Ist nicht unbedingt mein Favorit, ist daher im Special Cup zu finden. Aber ist keine schlechte Strecke. Hat halt, finde ich, da einen etwas öden Soundtrack und hilf mir. Es gibt hier eigentlich ja so einen geilen Shortcut in MK7, dass man hier mit so einem fetten Drift über diese Lücke springen kann. Ich habe damals, als ich Mario Kart 7 neu hatte, wirklich diese Pro-Strats geübt. Also da, ich konnte die alle. Ich konnte diese Strat, ich konnte jede Abkürzung, ich konnte
auf Rainbow Road diese Gleiter-Action da machen, wo man unter den Ringen des Saturn lang fliegt und so. Ich konnte das alles. No Flex. Ich habe da wirklich viel geübt, und um diese Abkürzung und alle Strats zu können. Aber ich bin so eingerostet, wenn ich jetzt Mario Kart 7 spielen würde. Was wir übrigens bald machen werden. Jaha, ja, passt mal auf. Teaser. Dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, ich bin ein bisschen eingerostet. Aber das ist in Ordnung. Oder? Ja, ist in Ordnung, passt schon. Ja, Teaser, oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Wir gehen hier nach wahrscheinlich auf Mario Kart 7 rüber. Bock? Bock. Gut, sehr gut. Guck mal, jetzt ist hier sogar das Eisding weg aus der ersten Runde. Jetzt muss man hier unten lang fahren. Das ist, glaube ich, in Mario Kart 7 das gleiche. Da gibt es hier noch Pinguine, die hier rumfliegen. Rumfliegen, alles klar. Rumschwimmen. Aber die sind hier nicht zu sehen. Links, rechts, fahre diesmal mal links lang. Und erfreue mich an dieser schönen Eisschlucht. Die sieht schon ganz schön aus, diese Höhle hier. Doch. Wie gesagt, ist ja wieder ein direkter Port von den 3DS-Files. Auch hier, ne, wir haben da im Hintergrund Planeten. Wir haben hier Rosalinas Sternwarte. Die ist hier ein bisschen klein. Also die Kuppeln sind hier ultra riesig. Und die Sternwarte sind im Vergleich einfach ziemlich small. Aber, boah. Passt schon. Ist bestimmt nur eine Miniatur. Da vorne der Planet, das ist ja der erste Planet aus Mario Galaxy 1, ne, dieser... Ach, hier sind Pinguine, guck mal. Aber zwei Stück, hä? Das ist dieser Planet, wo man in Mario 64... Alter, was? Wo man in Mario Galaxy... Am Anfang da die Steuerung, wo man diese Hasen fangen muss, ihr kennt das. Der fliegt da rum, da auf dem Pilzraumschiff. Bisschen traurig, dass da so eine Eishöhle liegt, aber... Passt schon, also ich rede von diesem Planeten, straight ahead. Der ist das. Da vorne fährt einfach jemand. Krass, wir haben fast Diddy Kong eingeholt. Ja, perfektes Remake, ne? 1:1, einfach übernommen. Da kann ja nicht viel schief gehen. Auch eine hervorragende Strecke. Nicht mein Favorit, wie gesagt, aber das ändert ja nichts an der Qualität. Man kann ja unterscheiden zwischen, ne, was ist die Qualität von der Strecke und dann, ob man sie selber gerne spielen mag. Und ich würde andere Strecken lieber spielen, aber ich mag die Strecke trotzdem. Und wenn jetzt noch Diddy Kong Racing, Star City eine gute Strecke ist, dann ist das hier eventuell der beste Cup überhaupt. Was zum Teufel? Wow. Star City, also ich habe ja Diddy Kong Racing gespielt und es auf dem ersten Mal, es sagt mir was. Diddy Kong Racing zu spielen, das ist Jahre her. 2016 war das, glaube ich. Es ist sehr lange her, aber ich glaube, ich bin doof. Ich glaube, das sagt mir was. Natürlich mit der Mondblickstraße-Mucke. Natürlich. Bring mich nach vorne. Boah. Das war gut. Da war eine Monorail einfach. Krass. Doch, ich glaube, die Strecke sagt mir was. Ich meine, sind wir im Let's Play gefahren. Ich habe halt Diddy Kong Racing nicht durchgespielt, wie so viele andere Let's Plays. Aber ich glaube, die hatten wir damals. Ist aber, wie gesagt, es hat 2016. Also schon Ewigkeitszeiten her. Wow, Hilfe. Das war damals noch eine ganz andere Zeit. Und ich habe irgendwann Diddy Kong Racing geragequittet, glaube ich. Ne, war das nicht so? Da gab es irgendeinen Bosskampf, den bin ich geragequittet. Danach habe ich... Oh, was? Oh, das ist ja geil. Da kann man Stunts machen. Und danach habe ich das Spiel nie wieder... Warum gucke ich so böse? Ich gucke so böse. Was ist los mit mir? Hä? Jetzt beim Ernst? Warum ist der so böse? Jetzt nicht mehr. Hä? Wenn man driftet oder was? Scheinbar, tatsächlich. Und wenn man... Hä? Okay, krass. Genau, ich habe dann irgendwann geragequittet, weil da eine Bosskampf oder die Boss... Ja, Bosskampf, kann man das mal nennen. Der war echt... Also den habe ich, glaube ich, nicht geschafft. Habe ich, glaube ich, geragequittet. Ja, gut. Es reiht sich ein in die lange Liste der begonnenen, aber niemals abgeschlossenen Let's Play-Projekte. Das ist also... Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Let's Play-Leben 5 Let's Plays abgeschlossen. Und 3 davon waren Mario Kart-Spiele.
Vier. Super Mario Kart, Mario Kart 64, Super Circuit und Wii. Dann noch Mario Land 2 und SMB 1. Das sind, glaube ich, die Projekte, die ich abgeschlossen habe. Ich glaube, das war's. Okay, Mario 3D World könnte man mittlerweile natürlich zählen, ne, die Streams. Aber ja, das könnte man noch zählen, ja doch. Und eben nach dem nächsten Part auch dieses Let's Play hier. Freut mich doch. Ich meine, ich mache seit Dezember 2014 mache ich Let's Plays. Und in der ganzen Zeit 6 bzw. 7 abgeschlossene Projekte ist wenig. Sehr, sehr, sehr wenig. Es sind über 5,5 Jahre jetzt. Also es sind 5,5 Jahre jetzt. Das ist schon viel. Tja, wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Apropos Zeit vergeht. Der Cup ist vorbei. Mensch. Also, was war das denn für ein geiler Cup? War das der beste Cup? Vielleicht, oder? Ich fand die Strecken richtig nice. Wie geht's euch? Schreibt's in die Kommentare. Und guckt beim nächsten Mal unbedingt rein. Das große Finale der Regenbogen-Yoshi Cup. Der letzte Part. Ich bin ein bisschen happy. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es so weit kommen musste. Aber irgendwann muss auch Custom Track Grand Prix Revolution enden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Macht's gut. Haut raus und ciao.